auf Gallery Department angelehnt. Bro, wo ist diese Hose auf Gallery Department angelehnt? Zeig mir eine Hose von Department Gallery, die so aussieht. Zeig mal bitte. Okay, ein, zwei Worte zu der Jeans von meiner Instagram-Story. Freunde, wichtige Aktion jetzt an der Stelle, beziehungsweise, wenn ich Aktion, Statement Alert an der Stelle. Also, ich habe heute auf Instagram, falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann selbstverständlich folgen, meine Freunde, eine Jeans auf einem Outfit-Pick an. Das ist hier, ihr seht's, der Kollege hier. Ja, hi. Peace. Und jetzt haben viele gefragt, ob das eine ADR-Pants ist. Ah, ich habe da noch irgendwie ein Bild rausgehauen. Bevor ich dazu etwas sage, würde mich natürlich interessieren, wie gefällt euch diese Hose? Eins, wild. Ja, zwei ist so mittel. Und drei ist wack. Ja, haut mal kurz in den Chat hier an der Stelle. Ah, sehr, sehr, sehr viele Einsen. Vereinzelt mal eine 2 dabei. Ich will euch gar nicht hier irgendwie, ja, kleinreden. Aber keine 3. Das freut mich doch schon. Ja, das ist eine ADR-Pants. Es ist ein Sample. Jetzt mittlerweile schon das zweite Sample. Aber sie ist noch nicht hundertprozentig so, wie ich es gerne hätte. Ein, zwei Kleinigkeiten sind noch nicht on point, weswegen ich die nicht confirmen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Die wird so, wie sie da jetzt seht, nicht rauskommen. Es werden auf jeden Fall noch ein paar Änderungen gemacht. In was für eine Richtung, sei mal dahingestellt. Ich meine, ich könnte sie euch jetzt auch zeigen. Ist doch arschaufwendig zu machen mit den nochmal extra Taschen auf 2 in 1 angelehnt. Ja, safe. Also diese Hose ist erstens aufwendig und zweitens im Umkehrschluss auch sehr, sehr kostenspielig. Ja, aber guck mal, das meinte ich damit. Diese Hose, die Idee kam, dann will ich lieber diese Hose machen, dann ist sie halt ein bisschen teurer. So, dann ist sie halt teurer. So, was soll ich euch machen? Was soll ich denn sagen? Aber es ist genau die Hose, wie ich es gerne hätte. Nicht irgendwie so, ja, ich habe jetzt was im Kopf, aber nee, lass mal nicht machen, weil so, ich muss jetzt eine Hose für 60 Euro anbieten. Oh, das ist nicht mein Vibe. Deswegen, ich will lieber eine Hose machen, eine Jeans machen, die mir hundertprozentig gefällt. Und dann mal gucken, wo wir landen. Ich kann euch preislich nichts sagen. Sie wird nicht 200, 300 Euro kosten. Aber sie wird auch nicht 60, 70, 80 Euro kosten. Mal gucken, wo wir landen werden. Wir versuchen, so fair wie möglich. Das ist jetzt die Hose. Wie gesagt, das ist ein zweites Sample. Eins hatten wir schon. Wir haben als Basis einmal eine ganz normale Jeans, die gewaschen wurde. Und darüber noch in einer helleren Waschung eine zweite Jeans. Die ist auch doppelt genäht, ne? Also das ist tatsächlich, also hinten ist auch wirklich noch die andere Hose. Also es ist nicht so, dass wir hier an, ja, also das hier so rausgedingst haben. Sondern das ist tatsächlich drauf genäht. Mit diesen Elementen, ja, dieses Distressed, dieser Distressed Look. Unten haben wir dann auch nochmal von diesem Teil ein Stück dran gemacht. Wir haben den Bund, den Saumen aufgemacht. Auch nochmal distressed. Hinten distressing am Start. Ja, das ist so der Vibe von dieser Hose. Sie gefällt mir schon sehr gut. Vielleicht ein paar Sachen, die, damit ihr wisst, in was für eine Richtung das geht. Sie wird noch dahin abgeändert, dass dieses Ding hier, ja, diese vordere Applikation, die ist mir zu weit unten. Die wird ein bisschen höher versetzt. Ich denke mal so bis zum, ja, so 1, 2, 3 Zentimeter höher. Und wird minimal länger gemacht, weil, wenn man steht, dann wirkt das ein bisschen kleiner. Also dann wirkt das zu klein in Relation zu dem Rest. Das wird geändert. Dann wird geändert hinten. Aber das meine ich mit so Kleinigkeiten. Das müsste ich nicht machen. Und natürlich ist das für uns auch in der Produktion teurer. Aber fuck it. Hinten werden wir eine Tasche machen. Wieder aus diesem, also aus der zweiten Hose. Die dann quasi hinten nochmal hier drauf genäht wird, versetzt. Ja, dass du quasi hier noch so ein Pocket hast, auf dem Pocket und dann in demselben Stil wie das hier. Ja, also dass sie hier auch wieder mit den Fransen so am Start ist, wird hier eine zweite Tasche kommen. Nur eine, keine zweite, ja, damit das so ein bisschen, ja, asymmetrisch ist. Was auch noch kommt, ist ein Branding. Lasst euch mal überraschen, es wird noch irgendwo ein Branding, in was für einer Form auch immer geben. Was auch noch absolut, ja, und das ist eigentlich das Wichtigste, off ist bei dieser Hose, jetzt bei dem Sample, ist der Schnitt. Wir haben unten jetzt, glaube ich, eine Öffnung von 22 cm oder 23. Die wird länger gemacht auf 25. Ja, damit wir auch schön die stagnant Vibes haben. Und die wird so einen minimalen Schlag kriegen. Also wirklich, das werdet ihr eigentlich gar nicht merken. Aber so, weiß ich nicht, wir reden hier von einem Zentimeter oder so. Mal gucken, wie wir das lösen. Und was mir auch noch nicht so gefällt, ist hier dieser Part. Ja, also ihr seht ja hier diese Streifen. Ich weiß nicht, ob das kommt, wenn das mehr ist oder wenn es komplett weg ist. Da müssen wir noch ein bisschen testen. Hier finde ich es sehr nice, aber hier, weiß ich nicht, da könnte es noch ein bisschen nicer kommen, um ehrlich zu sein. Ach ja, und was ich auch noch überlegt habe, aber da könnt ihr mir jetzt mal Feedback geben. Ich hatte überlegt, vielleicht hier diese Naht aufzumachen, innen oder außen. Könnte man sich überlegen. Aber weil die ja so einen leichten Minischlag kriegt, weiß ich nicht, ob das kommt. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, dass man
in dieser Optik, ja, stellt euch mal vor, so einen Streifen, sagen wir, weiß ich, 10 cm, so einen länglichen Streifen, doppelt so dick wie mein Daumen, ja, sagen wir so, dieses Stück, nimmt man noch zusätzlich und packt den hier noch so dran, seitlich, komplett seitlich dran, über die Naht, das würde dann vielleicht, ja, bis zur Mitte, ja, nicht ein bisschen mehr, bis hier gehen und hier dann noch so ein Streifen dran, damit man einfach nochmal dieses Element oder das Konzept auch unten durchgeführt hat. Also quasi noch so ein Streifen hier drauf. Das sind jetzt so die ersten Ideen. Und ich habe vielleicht auch überlegt, was auch nice wäre, ist vielleicht so ein Dreieck zu machen. Also nur hinten dann, dass man vielleicht so ein Dreieck nach unten macht und dann mit dem Patch auf Gallery Department angelehnt. Bro, wo ist diese Hose auf Gallery Department angelehnt? Zeig mir eine Hose von Department Gallery, die so aussieht. Zeig mal bitte. Null Department Gallery Vibes. Null. Da wäre ich außer Rand und Band. Naja, Freunde, das ist momentan so der Vibe von der Hose. Wichtig an der Stelle, wenn ihr Bescheid wissen wollt, wann die natürlich released wird. Ganz wichtige Nummer. Ja, wir haben gerade meinen Account gesehen, aber ADR hat natürlich auch einen eigenen. Da könnt ihr sehr gerne ein Follow da lassen. Spaß beiseite. Was sagt ihr? Ich habe jetzt leider nicht so hundertprozentig den Chat miterleben können. Ich hoffe, ihr seid damit auch d'accord, dass wir sagen, hey, lieber all in gehen und dann, weiß ich nicht, ein Produkt haben, was zu 100% stimmig ist, anstatt da irgendwie wieder so eine komische Kompromisslösung, die dann nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Ja, deswegen, das ist momentan das Ding, an dem wir arbeiten. Damit ihr wisst, dass wir nicht den ganzen Tag am Kicker spielen sind oder da am chillen, sondern dass wir da versuchen, nice Stuff rauszubringen. Die Fransen sind ein bisschen too much in my honest opinion. Bro, die Fransen, ich liebe die Fransen. Das ist das, was mir am besten gefällt. Guckt euch mal die Fransen hier an. Bro, das ist insane für mich. Also, dass die Produktion das so hingekriegt hat, hat mich eiskalt überrascht. Und das war genauso in meinem Kopf und die haben das einfach genauso hingekriegt. Das war eigentlich da der Punkt, wo ich am meisten so, boah, Kopfschmerzen erwartet habe. Sag ich euch ganz ehrlich. Hilft Kelly bei den Designs mit? Ja, er gibt natürlich safe seinen Senf auch dazu. Kelly war aber kein so großer Fan von der Pants, um ehrlich zu sein. Er hat die zwar schon gefühlt so, aber war jetzt nicht sein Lieblingsprodukt aus der Kollektion. Das wird, by the way, Part oder Teil der nächsten Kollektion sein, ne? Wichtig an der Stelle. Wie verhalten sich die Fransen beim Waschen? Bro, ich habe die jetzt noch nicht gewaschen, deswegen kann ich nicht sagen, aber Fransen, also was soll da jetzt großartig passieren? Das ist eine Jeans, die Fransen werden vielleicht länger, dann kannst du sie abschneiden, aber die werden jetzt nicht irgendwie verloren gehen und kriegt ja immer neue Fransen, so, weil das ist ja wirklich abgetrennt, so dass wenn ich es dran ziehen würde, ja, dann, ihr hört's, jetzt vielleicht doch nicht. Aber guck, da habe ich auf einmal so ein Ding in der Hand. So, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Dumm. Aber das ist halt das Konzept. Das ist halt so dieser Rework-Style. Gefällt mir sehr gut. Sehen dann beim Drop alle Pants gleich aus oder sind die alle individuell? Werden alle ziemlich identisch aussehen? Natürlich kann man ja nicht garantieren, dass jede Pants dieselbe Fransen hat. Weißt du, wie ich meine? Das ist alles Handarbeit. Das ist alles letztendlich Unikate. Natürlich kommt es dann so zu leichten Abweichungen, aber das ist jetzt nichts Gravierendes. Kommt die noch in anderen Colorways? Freunde, bis jetzt nicht geplant. Größen sage ich auch noch was zu. Die wird es in S, M, L, XL geben, wobei XL eine 36 entspricht. S ist 30, M ist 32, L ist 34, XL ist 36. Wir überlegen noch vielleicht eine XS zu machen für die 28er unter euch. Aber mal schauen. Ist noch nichts beschlossene Sache. So, mal gucken. So, genug. Allein, dass ich euch das gezeigt habe, durfte ich euch eigentlich nicht zeigen, ne? Ich sag euch ehrlich, sowas zeige ich euch eigentlich ungerne, weil ich möchte euch komplette Endprodukte zeigen. So, jetzt habt ihr das gesehen und vielleicht ändern wir jetzt noch was dran und dann muss ich wieder anhören, warum hast du es geändert? Vorher war viel krasser. Du wisst, wie ich meine? Und dann lasse ich mir da so in meinen Quark reinreden und das mache ich sehr, sehr ungern. Aber ich habe euch auch versprochen, euch so ein bisschen hinter die Kulissen mitzunehmen und auch vielleicht Sachen mit euch besprechen. And there we go. Ich bin sehr gespannt.